Hallo liebe Freunde der Neugier. Ich hatte ja vor kurzem auf meinem YouTube-Kanal und dann auch nochmal auf meiner Instagram-Seite ein Gewinnspiel. Und weil ich auch früher in meiner alten Tätigkeit in einer Werbeagentur öfter mal Gewinnspiele veranstaltet habe, möchte ich euch heute mal 5 Tipps geben, wie ihr eure Chancen bei Gewinnspielen zu gewinnen erhöhen könnt. Also, los geht's! Bevor es losgeht, möchte ich gerne nochmal einen kurzen Hinweis loswerden. Da draußen gibt es echt viele Gewinnspiele, bei denen man mitmachen kann. Aber überlegt euch vorher genau, bei welchem Gewinnspiel ihr teilnehmt. Auch wenn es oftmals sehr verlockend ist, dort teilzunehmen, ist im Leben nichts umsonst. Das heißt, ihr müsst, um diese Preise zu gewinnen, eure Daten angeben. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr irgendwann Post per E-Mail oder per Brief oder sowas von Firmen erhaltet, weil die gerne Werbung machen möchten, also an euch schicken möchten, nämlich an die Daten, die ihr eingegeben habt, um euch auf interessante Aktionen aufmerksam zu machen, damit ihr später auch was kauft. Denn das ist nämlich der eigentliche Sinn von Gewinnspielen. Also überlegt euch einfach vorher genau, bei welchem Gewinnspiel ihr mitmachen möchtet und bei welchem nicht. Am besten ist es zum Beispiel, wenn der Veranstalter für das Gewinnspiel in Deutschland sitzt. Das ist meistens vertrauenswürdiger, als wenn ihr jetzt irgendwie auf irgendeiner tropischen Insel sitzt. So, ihr kennt das ja. Wenn ich zum Beispiel Gewinnspiele mache, dann brauche ich natürlich dann von dem Gewinner später die Adresse, um dann das, was derjenige gewonnen hat, ihm auch zuzuschicken. Sonst geht es ja einfach nicht, ist ja auch logisch. Aber ich habe zum Beispiel kein Interesse, mit euren persönlichen Daten Unfug zu betreiben. Ich würde das ja auch nicht wollen. Habe ich ja auch nicht wirklich was von. So, genug gelabert, jetzt kommen die Tipps. Tipp 1. Offline statt online. Viele Gewinnspiele werden online durchgeführt. Das ist natürlich super einfach für den Veranstalter und auch echt einfach für die Leute, die teilnehmen möchten. Und man kann das Gewinnspiel dann auch noch super leicht teilen, mit einem Klick. Und weil das so schön einfach ist, machen die meisten Leute natürlich online mit. Aber einige Gewinnspiele bieten auch die Möglichkeit, offline und zwar mit einer Postkarte mitzumachen. Ihr schickt dann quasi eine Postkarte mit dem Lösungswort oder mit der Teilnahmebestätigung oder sonst was an den Veranstalter. Die Posteinsendungen müssen natürlich bei der Gewinnziehung dann auch berücksichtigt werden. Und da viele Leute so aus Bequemlichkeit nur online mitmachen oder so, erhöht ihr eure Chancen dadurch, dass ihr quasi eine Postkarte schickt und damit aus der Masse herausstecht. Tipp 2. Pimp deine Postkarte. Wenn du dann schon einer der wenigen Leute bist, die an einem Offline-Gewinnspiel mitmachen, kannst du einfach nochmal deine Chancen erhöhen, indem du ein bisschen deine Postkarte aufmotzt. Beklebe deine Postkarte mit bunten Stickern und vergrößere die Karte dadurch, dass du die Karte dann auf ein größeres Stück Pappe klebst. Optimalerweise in einer bunten Farbe und auch mit etwas Struktur, also zum Beispiel Riffeln oder sowas. Solche Pappen findet ihr ganz häufig auch so in so Bastelläden. Aber achte darauf, dass die Pappe nicht die zulässigen Maße der Post für Postkarten überschreitet, weil sonst kommt eure Gewinnkarte gar nicht an. Wenn dann die Gewinner aus einer großen Lostrommel von der Glücksfee gezogen werden, greift diese meistens unbewusst nach größeren und auffälligeren Karten. Also wenn man da so drin rumwühlt, spürt man plötzlich die rifflige Oberfläche von der Pappe oder man hat sie vielleicht schon irgendwie gesehen, dass da sowas pink blitzt und dann greift man danach und zieht das dann heraus. Für kleinere Preise ist das vielleicht ein bisschen zu viel Aufwand, aber wenn es um etwas größere Preise geht, könnte das schon interessant sein. Tipp 3. Bei Kreativwettbewerben mitmachen. Wie wir ja schon festgestellt haben, sind die meisten Leute ziemlich faul. Deswegen ist die Anzahl der Leute, die bei einem Wettbewerb mitmachen, wo man selber was aktiv machen muss, relativ gering. Das sind dann so Wettbewerbe wie male ein Bild von XY, schicke uns dein bestes Selfie, drehe einen kleinen Clip oder irgendwas anderes, wo man eben aktiv werden muss. Das ist dann eure Chance, mit einer guten Idee oder generell mit irgendwas da herauszustechen und einfach teilzunehmen, weil die Teilnehmerzahl meistens so gering ist, dass die Gewinnchancen viel höher sind. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die regelmäßig bei solchen Wettbewerben mitmacht und die gewinnt dann ständig irgendwelche Meet und Greets mit Promis, Kameras, ich glaube, sie hat schon 2 Kameras gewonnen und hat sogar schon mal ein Auto gewonnen, was sie später dann allerdings einfach verkauft hat, weil sie kein Auto brauchte. Das kann sich also wirklich ganz schön lohnen. Tipp Nummer 4. Die Masse macht's. Ist ja eigentlich ganz logisch. Wenn du bei keinem Gewinnspiel mitmachst, kannst du auch bei keinem gewinnen. Machst du bei vielen Gewinnspielen mit, kannst du bei vielen gewinnen. Wenn du also bei vielen Gewinnspielen mitmachst, steigen automatisch deine Chancen, dass du irgendwann mal was gewinnst.
Genauso verhält es sich bei den Preisen. Wenn es nur einen Hauptgewinn gibt, ist es natürlich relativ unwahrscheinlich, dass du den Hauptgewinn bekommst. Wenn es aber einen Hauptgewinn oder viele Nebengewinne oder ganz viele kleine Gewinne gibt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du vielleicht auf jeden Fall irgendeinen Preis gewinnst. Irgendwie logisch, oder? Tipp Nummer 5. Bei unbekannten Gewinnspielen mitmachen. Wenn man mal ein bisschen im Internet sucht, findet man auch relativ schnell Gewinnspiele von kleineren, unbekannten Blogs. Die haben meistens dann nicht so die überkrassen Gewinne, aber da ist zum Beispiel auch die Anzahl der Leute, die da teilnehmen, relativ gering. Das ist dann natürlich wieder eure Chance, einen Gewinn abzugreifen. Haltet also Ausschau nach kleineren Gewinnspielen, dann gewinnt ihr wahrscheinlich auch was. Jetzt wünsche ich euch natürlich viel Erfolg bei eurem nächsten Gewinnspiel und ich werde vielleicht auch nochmal das ein oder andere Gewinnspiel veranstalten, wenn es sich ergibt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn ihr ein YouTube-Abo von mir gewinnen wollt, klickt einfach unten drauf, Gewinnchance ist 100%. Und wenn ihr noch andere Videos sehen wollt, habe ich euch die mal oben in der Infobubble verlinkt. Also, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, euer Schlaumacher.